Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück hier in unserem Aquapark, in unserem neuen Gehege. Wir haben ja beim letzten Mal zwei ganze neue Gehege gebaut und ja, ich glaube 9 neue Dinosaurier in den Park gebracht. Und ja, die sind hier auch schon fleißig am Trinken, Futtern und fühlen sich echt wohl. Hier die Archaeos und die Kasmos, also die sind sehr, sehr glücklich zusammen und das Gehege scheint die auch sehr zufriedenzustellen und mich stellt es auch zufrieden, also optisch gefällt mir das ganz gut. Und wir haben ja wirklich sehr, sehr wenig Platz hier nur verschwendet. So am Rand haben wir das ja gebaut. Also das gefällt mir echt gut. Und hier auf der anderen Seite ist ja auch nochmal das zweite Gehege, was wir gebaut haben. Hier sind die Gigantspinosauren auch alle fleißig am Trinken und am Grasen. Und die Namensvergabe habe ich leider noch nicht geschafft. Das machen wir beim nächsten Mal aber auf jeden Fall noch. Ihr könnt auch noch unter dieses Video hier Namensvorschläge auf jeden Fall schreiben. Also die werde ich auch noch berücksichtigen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf jeden Fall, wir sind ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir können mal eben nochmal, bevor wir weitermachen, einmal uns einen kleinen Überblick hier über den Park verschaffen. Und da sieht man schon, wir haben schon, ja, viel mehr, also, ja doch schon ein ganzes Stück mehr als die Hälfte haben wir schon bebaut. Also das heißt, wir haben hier nur noch hier oben diesen Teil und hier fällt ja auch echt noch viel Platz weg. Dadurch, dass das hier so mega hoch ist, dadurch wird einfach sehr, sehr viel Platz verloren gehen, aber mal schauen, wie wir das Ganze dann lösen und sowas. Da habe ich mir noch nicht genau was überlegt. Aber heute werden wir auf jeden Fall eine neue Insel anfangen. Beziehungsweise vielleicht auch zwei Inseln. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das hier oben dann machen werden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gleich mal an und dann gucken wir mal, was sich ergibt. Los geht das ganze Spiel und ich schnapp mir einfach mal mein Zeichentool, also Wasserentferntool. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal wild drauf los an zu zeichnen, weil wir werden das sowieso noch sehr viel korrigieren müssen und sowas. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mich hier so ein bisschen anhand der anderen Inseln orientiere. Das ist immer ganz schön schwierig, so eine neue Insel anzulegen und das auch natürlich aussehen zu lassen. Das ist immer so mit das Schwierigste. So, ich glaube, das gefällt mir von der Form schon gar nicht allzu schlecht. Wir füllen das mal eben aus. Das wäre schon mal eine Insel, das würde auch passen. Vielleicht können wir auch so eine etwas größere Insel machen, die über so ein dünnes Stück dann verbunden ist. Das würde ja eventuell auch gehen. Also von wegen, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen breiter. Wegen so. So eine Verbindung und dann auf die nächste Insel. Nur wie machen wir die nächste Insel? Das ist auch eine sehr gute Frage. Versuchen das auch mal hier am Rand entlang zu machen. Oh, ich glaube, da bin ich schon ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Ja, das könnte aber ungefähr zumindest von der Form funktionieren. Also dann haben wir sozusagen zwei Inseln, die mit ja, so einem Landstück verbunden sind. Das Ganze werden wir natürlich hier alles immer noch nach und nach ein bisschen anpassen. Kommt ja auch drauf an, was wir dann auf die Inseln draufbauen. Aber die grobe Form ist, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Und hier hinten ist natürlich auch nochmal so eine ganz besondere Ecke. Da könnte man eigentlich auch nochmal irgendwie was Besonderes unterbringen. Ich weiß nur noch nicht, wie genau wir das machen können. Vielleicht können wir ja erstmal hier das Wasser entfernen und das Ganze auf eine Höhe anheben, die hier passt. Das ist eigentlich relativ niedrig hier, ne? Könnten das auch schön tief machen. Könnte man machen, mal schauen. Vielleicht haben wir dann so eine, ja, so eine kleine, coole Grube. So wie unser, oder ähnlich wie unser Velociraptoren-Gehege beim letzten Park. Ja, da geht aber wieder viel Platz bei Flöten. Vor allem das Problem ist, wir können auf keinen Fall den Übergang hier so lassen. Das würde ein bisschen komisch aussehen, oder? Ich glaube, wenn, dann müsste man hier noch so ein bisschen, ja, das ein bisschen schöner machen. Ich mache es jetzt erstmal nur grob. So ein bisschen erhöhen, damit das nicht so, damit es zumindest so aussieht, als wenn hier so ein kleiner Staudamm ist, damit das Wasser da nicht reinläuft. Weil sonst sieht das so aus, als wenn das Wasser hier bei dem nächsten Regen überschwappen würde. Der ganze Komplex sieht jetzt momentan so aus. Ich weiß nicht, ob hier schon genug Abstand vorhanden ist. Könnte sein, dass hier ein bisschen mehr Abstand vonnöten sein könnte, aber
Es wird schwierig. Also die Form an sich finde ich schon recht interessant. Da könnte man auf jeden Fall was draus zaubern. Und hier vorne der Teil, der wird natürlich auch nochmal interessant. Ich frage mich halt, ob wir das wirklich so machen, dass es hier runter geht. Aber warum nicht? Weil nach oben bauen können wir auf jeden Fall nicht, weil das sonst komisch aussehen würde hier mit dem Rand. Oder? Könnte man das rein theoretisch hier auf diese Höhe bringen? Das sieht halt noch unnatürlicher aus, ne? Man könnte natürlich auch hier Bäume machen, dann würde man das nicht mehr so sehen. Dann würde das eigentlich klar gehen. Ich glaube auch, dass erhöht wahrscheinlich die bessere Variante ist, weil man dann auch nochmal ein schönes Hotel oder so darauf klatschen könnte. Mit einer schönen Aussicht. Das wäre ja schon mal gar nicht so verkehrt. Würde platztechnisch auch sehr gut passen. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein zweites Hotel. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Vielleicht könnte man das dann ja ungefähr so platzieren, dass die Blickrichtung dann auf unsere neue Insel gerichtet ist. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und wir brauchen auch auf jeden Fall noch eine kleine Wegverbindung hier. Die können wir mal eben zaubern. Nehmen wir mal hier das Wasser. Puh, die Frage ist, wo machen wir die? Ich würde die fast hier oben einfach machen. Machen wir wieder einfach so einen Brückenübergang wie hier. Also ich glaube, die Form ist schon gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das könnte was werden. Ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt mal an, hier zu bauen. Und wir können ja sogar bei diesem oberen Teil mal versuchen anzufangen mit dem Bau. Das Problem ist, na, das ist ein bisschen doof. Wenn ich den Übergang hier mache, das würde nicht mit dem Hotel funktionieren. Und wenn ich die Blickrichtung wirklich Richtung Insel will, kann ich das schlecht so rumplatzieren, weil wenn ich so hinstelle, ist die Blickrichtung, weil die ist ja immer, ja, ihr seht das ja, links ist ja diese Terrasse und in die Richtung ist ja auch die Blickrichtung. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher das so bevorzugen und dann müssen wir gleich den Weg nochmal etwas umpositionieren. Gott, ein bisschen Angst, dass das gleich alles so nach unten rastet, weil das hier die ganze Zeit so hin und her. Nee, ist aber richtig von der Höhe. Okay, das passt. Ziehen wir das Ganze mal. Man hätte dann, glaube ich, nur schon eine schöne Sicht. Müssen jetzt nur mal eben gucken. Natürlich geht jetzt hier auch wieder kostbarer Platz flöten, weil das Hotel ein bisschen breit ist. Aber gut. Das lässt sich dann wohl nicht ändern. Und dann könnte man den Übergang, müsste man dann irgendwie hier machen oder so. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Das andere sah schöner aus. Und doch vielleicht hier? Wir können ja erstmal den Weg zeichnen und dann gucken wir mal eben, wie das Ganze dann aussieht, weil das mit einem Weg sieht das natürlich nochmal komplett anders aus. Machen wir mal so. Und dann entfernen wir mal hier das Wasser. Das Wasser, das Land natürlich. So. Das würde auf jeden Fall klar gehen, denke ich. Aber jetzt stellt sich natürlich noch eine wichtige Frage. Und ich glaube, das hätte ich schon vorher mal mir überlegen müssen, bevor wir hier den Weg ziehen. Wie machen wir das mit der Erhöhung von dieser letzten Insel? Das ist eine, glaube ich, sehr, sehr wichtige Frage. Weil wir sollten das, glaube ich, jetzt am Anfang machen, weil sonst kriegen wir später mega die Probleme. Machen wir erstmal hier nochmal so ein bisschen mehr Land gewinnen. Ich meine, die Insel wird sich sowieso noch nach und nach immer mehr verändern, denke ich mal. Ich werde das sowieso anpassen. Aber ich frage mich halt, ob ich das hier nicht noch ein bisschen hügeliger machen soll. Weil so Flachland sieht halt immer ein bisschen doof aus. Vor allem, wenn das überall so flach ist. Ich meine, ich habe ja alles so ein bisschen angehoben mal, aber ich hätte gern auch so eine richtig bergige Insel, aber das ist natürlich vom Platz her absolut nicht drinne. Können es ja mal versuchen. Wir könnten es versuchen. Vielleicht auf diesem Niveau ungefähr. Eieiei. Okay, das wird sehr, sehr schwierig. Ich mach mal kurz den Regen aus. So, der Regen ist zwar jetzt noch da,
Aber ich habe jetzt erstmal das Wetter ausgestellt, weil es ist mir gerade ein bisschen zu dunkel zum Bauen. Hey, sieht schon, ne? Guckt euch mal an, wie viel Platz da verloren geht. Da ist die Insel halt nur noch halb so klein. Aber es wäre schon cool, so eine etwas erhöhte Insel zu haben. Ob ich das dann so lasse oder nicht, das weiß ich gerade echt nicht. Bin mir da echt noch im Unklaren. Oh ja, jetzt kommt die Sonne wieder durch, das ist schön. Ja, da geht halt so viel Platz verloren bei. Ich habe mir das Ganze jetzt ungefähr so überlegt. Also es ist jetzt nur eine ja, stupide Überlegung von mir. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse. Also ich habe es vorhin mal versucht, das Ding hier, also diese Brücke hier auch anzuheben. Aber das sieht überhaupt nicht aus, weil das dann einfach viel zu ja, breit wird, weil das die Schrägen, ihr wisst ja hier, es geht dann auch so schräg an beiden Seiten runter und dann ist das ganze Ding einfach mal mega breit hier. Dann sieht das gar nicht mehr nach Brücke aus. Deswegen müssen wir die auf jeden Fall ganz, ganz nah am Wasser verlaufen lassen. Aber wir können dann hier oben vielleicht sowas, ja, Erhobenes machen. Das wird natürlich jetzt alles noch ein bisschen angepasst dann. Das ist jetzt nur erstmal die Grundform. Hier wird sich dann der Weg lang schlängeln rüber zur anderen Insel, die dann vielleicht noch ein bisschen höher ist. Und hier unten könnte man dann irgendwie vielleicht ein Gehege oder sowas machen. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, habe ich noch eine andere Idee. Hier oben ist ja, ja, hier ist ja mega das hohe Level am Parkrand. Vielleicht könnten wir da noch ein Türmchen unterbringen. Das wäre ja mal mega geil. Dann hätte man auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Übersicht. Kann man überhaupt so hoch gehen? Ist jetzt die Frage. Ich glaube es irgendwie nicht. Ja, was ist denn jetzt hier das höchste Level? Will hier leider auch nicht richtig einrasten. Jetzt? Ah, man kann so hoch, ne? Ich habe jetzt mal hier oben eine Fläche angehoben und es geht einfach so krass viel Platz verloren, wenn ihr mal hier schaut, wie lang diese Schräge ist. Und wir haben wirklich nur eine sehr kleine Fläche hier oben geschaffen. Aber die sollte, glaube ich, für ein Türmchen reichen. Wir können es ja mal eben probieren. Ja, locker. Da könnten sogar zwei Türme drauf. Könnten wir sogar überlegen, ob wir hier zwei Türme platzieren. Weil ich meine, die Übersicht von hier wäre natürlich mega krass, ne? Machen wir einmal so. Vielleicht noch den zweiten in die etwas andere Richtung. Wir können dann ja wieder sehr, sehr schön mit unseren Wegen arbeiten. Das Spiel kennt ihr ja schon. Wir können nachher vielleicht auch noch hier ein bisschen anpassen, dass das hier noch ein Stückchen zurückgeht. Aber wir müssen auch noch einen schönen Weg nach oben bauen. Ich habe mir schon so überlegt, dass man eventuell dann hier hinten einen Übergang macht oder so. Weil irgendwie muss es ja auch einen Weg zu den Türmen dann geben. Also dass hier dann, machen jetzt erstmal hier die grobe Form, hier eine Brücke hinkommt. Und dann würde der Weg sich hier so langsam und nicht zu steil nach oben schlängeln. Da wären dann die zwei Türme. Das würde schon cool aussehen, ne? Wenn man dann hier auf dieser Seite ist. Und dann sieht man in der Ferne da hinten noch die Türme. Da auch das Hotel. Also das könnte ganz cool werden. Das ist schon nice, ne? Also wenn wir das umgesetzt kriegen, das wäre schon gar nicht so verkehrt. Und jetzt so mal die Grundform sich anzugucken. Na, genug Wasser ist hoffentlich auch noch vorhanden. Aber eigentlich schon, ne? Also man würde schon noch erkennen, dass das hier Inseln sind. Hier wird man natürlich auch noch ein bisschen näher rangehen. So, so. Vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen, genau, dass es ein bisschen länger hier ist von der Brücke her. Man sieht das eigentlich schon. Also ich kann es mir gut vorstellen mit den zwei Türmen da oben. Ist halt nur viel Arbeit. Wir gucken mal. Ich habe hier eine Wegfläche jetzt gebaut. Und auch einen Weg nach unten, der ja relativ gut begehbar ist, wie man sieht. Also der ist nicht zu steil, nicht irgendwie zu schräg oder sowas. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so lassen. Sieht ganz cool aus. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verstecken mit Bäumen und so weiter und so fort. Vielleicht könnte man hier auch noch irgendwie was unterbringen an Geschäften und sowas. Aber nee, das kannst du knicken. Das ist viel zu platzintensiv. Also wenn ich jetzt hier einen Laden hinbaue, dann wird ja auch hier wieder das Land erhöht und sowas. Wobei hier ein Laden sogar gehen würde. Aber nee, das lassen wir lieber. Wir machen stattdessen mal eben schon mal
hier den Zaun. Wir fangen mal hier an einfach und ziehen den mal so ein bisschen entlang. Und dann müssen wir mal gucken, wie das Ganze dann aussieht, wenn hier Zaun und Bäume vor sind. Ob das dann noch wie ein natürlicher Berg aussieht oder ob das zu künstlich aussieht. Aber eigentlich sollte eigentlich das ganz cool aussehen. Also ich stelle es mir zumindest cool vor. Der Zaun ist jetzt auch soweit fertig. Ich habe den hier auf der rechten Seite nur bei der Brücke gemacht, weil ich dachte mir so, warum sollte man da, wo es bergauf geht, auch Zaun hinmachen? Ich meine, auf der einen Seite reicht ja eigentlich. Und ja, hier vorne habe ich auch Zaun vorgezogen, aber auch nur bis hier. Das sollte dann soweit eigentlich passen. Und jetzt müssen wir mal schauen, inwieweit wir hier noch Bäumchen unterkriegen. Ich hoffe, hier hinter auch noch ein paar. Ja, das ist schon mal sehr gut. Das klappt sogar besser, als ich gedacht hätte dahinter. Bisschen schade, dass es hier wieder so kahl ist. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören, denke ich mal. Jetzt müssen wir mal schauen, in welcher Höhe wir hier Bäume platzieren können, ohne dass die störend sind. Aber so passt das, denke ich. Hier können wir natürlich wieder volles Rohrbäume hin platzieren. Wir machen jetzt hier einfach alles voll. Ja, ich glaube, das kann man so schon lassen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hier machen wir natürlich auch noch überall Bäume hin und sowas. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal noch eine Aussichtsplattform gebaut. Mit einer sehr, sehr schönen Übersicht. Und man kann dann auch wieder sehr gut auf die Gehege hier vorne schauen zumindest. Da hinten kann man leider, ja doch, so ein bisschen kann man da auch reingucken. Noch nicht schlecht. Ist, denke ich, keine schlechte Idee. Den Sonnenuntergang, den kann man auch hier angucken. Ist sehr, sehr schön. Und da hinten sieht man sogar die Leute, wie sie über die Brücke gehen. Ach, cool. Ja, gefällt mir. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, es ist auch noch genug Wasser vorhanden, dass es aussieht wie ein Wasserpark. Definitiv, oder? Also ich glaube, das hier können wir auf jeden Fall so lassen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir die Sachen hier auf der Insel regeln. Weil das wird ja auch nochmal sehr, sehr schwierig werden. Aber ich würde sagen, das Ganze, das gucken wir uns jetzt mal an. Bevor wir das Ganze jetzt machen, mache ich jetzt erstmal hier die Bäume hin. Ich meine, hier werde ich sowieso nichts mehr hinbauen. Deswegen kann ich auch einfach hier stumpf so ein paar Bäumchen platzieren. Einfach schön dicht bewaldet. Ich meine, der Rest der Insel hier ist auch super dicht bewaldet. Deswegen passt das schon. Sieht doch jetzt schon aus, als wenn es nicht von mir bearbeitet ist hier. Also sieht so aus, als wenn es schon so war. Und hier hinten können wir auch nochmal einige Bäumchen hinmachen, denke ich mal. Weil hier werde ich auch nichts mehr hinbauen. Bin ich mir ziemlich sicher. Geht ja auch gar nicht wegen der Schräge. Deswegen können wir hier auch eigentlich den Rand vollklatschen mit Bäumen. Sieht jetzt aber auch krass bewaldet aus. Aber gut, es ist ja auch alles drumherum ist auch so krass bewaldet. Deswegen sieht das dadurch eigentlich eher natürlich aus. Und ich finde, das kann man definitiv so machen. Die Frage ist nur, wie fangen wir jetzt an? Fangen wir jetzt auf dieser Insel hier an zu arbeiten? Oder fangen wir hier an? Ich denke mal, als allererstes nehmen wir uns diesen Teil hier vor. Der wird nämlich etwas einfacher als die Insel hier. Ja, meine Freunde, was brauchen wir? Hier hinten bei dem Hotel, natürlich müssen wir erstmal hier den Weg einigermaßen schön da hochkriegen. Aber ich würde auch sagen, dass wir definitiv irgendwie eine Location brauchen, wo man essen kann, wo man trinken kann. Und das wird platztechnisch schon wieder nicht einfach, wie man sieht. Und wir können erstmal hier einfach mal random ein Restaurant platzieren. Und vielleicht noch eine Bar. Boah, das wird vom Platz her wirklich sehr, sehr schwierig. Wie nah kann man denn hier rangehen? Fragt mich ja. Das wird wahrscheinlich nicht aussehen, dadurch, dass ich so nah am Hotel dran bin. Vielleicht, wenn wir das Ganze hier noch ein bisschen... Aber wir bauen erstmal den Weg hoch, Leute. Dann können wir immer noch entscheiden. Das wird ja auch nochmal einiges ändern. Ich glaube, es ist nicht so klug, jetzt einfach irgendwie die, die Geschäfte dahin zu platzieren. Ohne vorher sich Gedanken über den Weg zu machen. Nicht zu steil. So sollte das eigentlich schon passen.
ziehe jetzt mal den Weg hier so platzsparend, wie es geht, Richtung Hoteleingang. Und dann gucken wir mal, ob wir hier hinter nicht noch ein Restaurant und eine Bar untergebracht kriegen. Oh, ich wollte gerade sagen, es sieht schlecht aus, aber es sieht gar nicht schlecht aus. Können wir sogar recht gut platzieren. Machen wir das Restaurant mal hier hin. Dann noch eine Bar. Wo haben wir sie denn? Da, die Bar. Das passt. Leute, das ist perfekt. Das heißt, wir haben ein Restaurant und eine Bar noch hier. Und der Weg nach oben, der geht auch definitiv klar. Jetzt können wir hier auch wieder erstmal anfangen, Zaun zu ziehen. Der Zaun steht bis nach hier oben. Und jetzt können wir das Ganze hier auch, denke ich mal, mit Bäumen ein wenig schon mal verkleiden. Die Schräge hier. Definitiv. So. Die Frage ist, ob wir noch irgendwie hier ein Deko-Element oder irgendwas anderes auf dieser Fläche unterbringen möchten. Na, die Frage ist nur, was? Man könnte nochmal sowas in der Art machen. Also so einen kleinen, ja, Springbrunnen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob dafür nicht der Platz zu klein ist. Wahrscheinlich schon. Ja, das würde auf jeden Fall knapp werden. Ich weiß auch nicht, ob das gut aussehen würde. Man könnte es ausprobieren. Ich versuche jetzt erstmal, wie viele Bäume kriegt man denn hier noch dazwischen und dahinter. Auch mal gut zu wissen. Pinseln auf jeden Fall erstmal so viel wie geht. Wir könnten auch einfach stumpf Bäume hier vorklatschen. So. Das ist ein bisschen zu krass bewaldet. Vielleicht können wir auch ein paar Bäume hier weglassen. Und einfach Büsche hier hin machen. Kann man auf jeden Fall so lassen, ne? Ist dann so eine ganz idyllische Ecke, sag ich mal. Also so ein ganz ruhiges Hotel, wo man dann wirklich entspannen kann und seine Ruhe hat. Hier hat man nicht viel Lärm, hier hat man ein Restaurant und eine Bar. Also alles, was man braucht, um ein wenig zu entspannen. Und der Ausblick ist wirklich gut. Also wenn man dann hier so ein Gehege hat, das ist schon nicht schlecht. Ich denke, diese Ecke kann man auf jeden Fall so lassen. Das passt soweit. Hier können wir auch schon mal Bäumchen hinmachen. So, und dann können wir auch nochmal ein paar Büsche noch mal so ein bisschen ins Wasser reinzeichnen. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Dann haben wir diese Ecke hier schon mal fertig. Und hier vorne diese Ecke. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch diese Insel hier und die Einschienenbahn. Und dann haben wir unseren Aquapark schon fertig. Also das ist gar nicht mehr viel, was wir vor uns haben. So, meine Freunde, hier ist jetzt ein kleiner Cut drin. Ich nehme jetzt nochmal einen Tag später hier diesen Teil auf. Und zwar habe ich jetzt ja mein anderes Video veröffentlicht und ihr wieder einige Namensvorschläge gemacht. Und ich würde sagen, ich nehme die jetzt doch noch in diese Folge mit rein. Also alle Dinosaurier haben jetzt Namen von euch bekommen und ich zeige euch mal eben die ganzen Namen eben an. Ich blende mal eben die Kommentare alle ein und wir gehen einmal alle durch. Hier haben wir einmal Tico, hier haben wir einmal Archie, hier vorne die beiden Archeos und die drei Kasmus sind einmal Süßes Dinöchen, Lappy und Hörnchen. Herzlich willkommen in meinem Park. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und ihr seid auf jeden Fall hier im Aquapark verewigt. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Und dann fliegen wir auch schon mal rüber zu unserem Gigant-Spinosaurus-Geger. Wo ist es denn? Hier. Schon gerade den Überblick über unseren Park verloren. Na, versteckt ihr euch im Wald? Dann sieht man sie ganz schlecht. Okay, ich blende auch hier einmal die Kommentare ein und dann gehen wir sie durch. Da haben wir einmal Thorn, Spitzhorn, Diva und zu guter Letzt, da kommen wir jetzt gar nicht ran, Rudi. Der Rudi ist es. Und da sind sie fleißig am Grasen. Ist schon ein schönes Bild hier beim Sonnenuntergang, oder? Und eine letzte Sache kommt sogar auch noch dazu, was Namensbenennung angeht. Und zwar ein kleiner Insider. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, Arma-3-Mann. Die Einschienenbahn heißt jetzt Arma-3-Bahn, so wie sie eigentlich immer hieß in unseren früheren Livestreams. Und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute hier aus dem Aquapark. Wir haben ja echt viel geschafft. Wir sind schon sehr, sehr weit. Mittlerweile ist das gesamte Gebiet hier bebaut. Und beim nächsten Mal könnten wir sogar schon eventuell fast fertig werden. Ich denke mal noch so 2, ja maximal 3 Folgen. Und dann sollten wir den Aquapark komplett
fertig haben und abgeschlossen haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer Dandy.